Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online und damit zum ersten für diese Woche. So, wir machen heute das Fortuna Festival. Ich nehme jetzt gerade am Mittwoch auf, am Patch Day, am Update-Tag von letzter Woche. Wahrscheinlich wird es recht voll sein. Es leckt auch schon, ich merke es jetzt schon. Ihr seht, es ist nicht mal irgendwie... Ich gucke gerade auf meine FPS-Zahl in Fraps, da stehen konstant die 30, weil ich auf 30 begrenze in den Aufnahmen. Aber die Server laggen einfach wieder. Aber egal, ich habe leider nur heute Zeit schon vorweg aufzunehmen für Montag. Ansonsten übers Wochenende sieht es eher schlecht aus, deswegen muss ich das heute machen. So, Loretta, es ist nicht einfach, berühmt zu sein, sagt sie. Dina, ja hallo, wo bist du gewesen? Weißt du nicht, wie viel wir noch zu tun haben? Hallo? Wie im Sinne von wir? Bobcats? Wie du sicherlich schon weißt, wird diese Woche das Fortuna Festival in Jorvik gefeiert und üblicherweise findet dann die Fortuna Parade statt. Logischerweise organisieren das die Bobcats. Wer soll das auch sonst machen? Wofür man eine Parade veranstaltet? Ach, wen kümmert's? Mich nicht. Ich meine, wir bekommen eine Parade. Was muss man da noch mehr wissen? Außerdem wird es die beste Parade aller Zeiten. Sie wird ja schließlich von den Bobcats organisiert. Überleg nur, wie dankbar alle für diese Parade sein werden. Alle werden dort sein. Das bietet denen eine Chance, die nicht so, naja, cool sind wie wir, sich ein wenig besser zu fühlen, als sie eigentlich sind. Boah, Loretta. Nicht, dass irgendjemand verstehen würde, wie viel Verantwortung man zu tragen hat, wenn man so cool und beliebt ist. Wie auch immer, du verstehst ja, wovon ich rede. Boah, echt. Nicht? Ha. Du kannst schon mal damit anfangen, zu Julie zu reiten und sie zu fragen, wo die Ballons sind. Sie hätte schon vor einer halben Stunde hier sein sollen. Gut, komm schnell mit den Ballons zurück. Ich kann hier nicht den ganzen Tag stehen und warten. Loretta, freundlich, wie eh und je, wie wir sie kennen und, naja, nicht unbedingt lieben. Julie. Boah, ist hier viel los, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn und hier steckt auch noch mein Royal fest, aber ist ja noch gar nicht so dick. Okay. Ah, Dina, du bist genau das Mädchen, auf das ich gehofft habe. Oh, das sind doch deutlich freundlichere Worte einer Bobcat. Wie du sicherlich schon gehört hast, organisieren die Bobcats jedes Jahr eine Fortuna-Parade zwischen Moorland und Fort Pinter. Und dieses Jahr ist es keine Ausnahme. Die Parade ist cool, aber diese ganzen Vorbereitungen, naja, das ist nicht so meins. Loretta wollte, dass ich ihr bei dem Aufblasen der Ballons helfe. Und ich habe ihr das auch versprochen. Ich will wirklich helfen, es ist nur... Also ich habe einen neuen Lippenstift gekauft und ich kann damit keine Ballons aufblasen. Oh Mann, really? Das verstehst du, was? Dass ich keine Ballons damit aufblasen kann? So, allerliebste Dina, könntest du nicht die Ballons für mich aufblasen? Ich meine, es ist ja nicht so schwer. Ah, ich wusste, dass du auf dich verlassest. Falls ich es vorher nicht schon einmal gesagt habe, du bist meine absolute Favoritin unter allen Menschen, die Dina heißen. Yay, vielen lieben Dank. Können wir das vom Pferd aus machen? Wahrscheinlich nicht. Ich muss mal noch die Sachen verkaufen, die ich nicht mehr brauche. Die ich doppelt habe vom Fortuna Festival Regenbogengold Dingens. Und was macht Royal denn da bitte? Jetzt nicht mehr. Das sah strange aus. So, wir blasen dann mal die Ballons auf. 1,52. Schön. Da kommt gleich bestimmt irgendwann einige Minuten später. Stellt euch mal vor, man müsste es da 50 mal draufziehen. Aber es wäre mal lustig, wenn Star Stable das mal machen würde. So als Veräppelungseffekt. Nummer 4. Nummer 5. Genau, jetzt kommt's wieder. Hat sich fast so angefühlt, als ob die Ballons kein Ende nehmen wollten. Aber der letzte Ballon ist jetzt endlich gefüllt. Ich habe es nicht so schnell gelesen. Okay, ich gehe mal gerade zu Fuß nach vorne. Zack. Natürlich ist es wichtig, wie man den Ballon aufbläst. Dein Lippenstift ist in Gefahr, wenn du mit Helium zu tun hast. Hallo, ich habe auch welchen drauf. Deswegen ist es logischerweise besser, wenn du es machst. Auf dich ist halt immer Verlass. Zack. Du,
Das klingt jetzt wahrscheinlich nach einer Ausrede, aber es ist wirklich nicht so, wie es klingt. Wir müssen die Ballons mit den Schnüren festknoten, damit sie nicht davonfliegen. Ich hätte das wirklich gerne erledigt, aber ich habe nicht nur einen neuen Lippenstift, sondern mir auch die Nägel machen lassen. Schöne Nägel, oder? Aber ich kann nicht riskieren, sie zu ruinieren, richtig? Ist doch verständlich, oder? Und außerdem machst du ja schon so viel. Da tut das bisschen mehr doch nicht weh, oder? Du bist so lieb, ich schulde dir was. Oder vielleicht auch nicht? Können wir nicht einfach sagen, dass wir dann quitt sind? Also langsam, ich hatte eigentlich von Julie einen besseren Eindruck, aber naja, gut. Ah, ich muss sagen, ich habe mir früher ja auch die Fingernägel machen lassen. Wo sind denn die Schnüre? Ich sehe überhaupt nicht, was ich hier machen muss. Ah, da muss ich jetzt den Ballon draufziehen. Ich habe mir die ja auch früher machen lassen, aber es ist so ultra teuer. Ah, zwei binde ich immer zusammen. Okay, da wird ja dann wohl hoffentlich auch gleich immer irgendwie ein wenige Minuten später kommen. Ach nee, hier 10 muss ich nur machen. Okay, das geht ja dann. Das geht ja noch. Wenn sich nicht die Kamera immer so komisch drehen würde, dass ich dann immer wieder die Kamera neu nach oben drehen muss, dann wäre das deutlich leichter. Nee, ne? Rutscht es da weg, der Bereich? Kann ich das... Oh, ist das... Aha, okay. Sehr gut. Nach einer gefühlten Ewigkeit kannst du endlich den letzten Ballon zusammenknoten. Ein Ballon knote ich zusammen. Okay. Zack. Hey, das ist super. Danke, du bist eine echte Bobcat. Nee, bin ich eben nicht, weil keine Bobcat ist so hilfsbereit. Danke für die Hilfe mit den Ballons, Dina. Hier, nimm die Ballons und bring sie zu Loretta. Ich muss sagen, ich bin echt glücklich mit dem Ergebnis der Ballons. Da habe ich gute Arbeit geleistet. Vor allen Dingen du. Was sagst du da? Du hast alles gemacht? Komm schon, wir können, glaube ich, sagen, dass wir beide mitgeholfen haben. Das stimmt wohl am ehesten. Nein. Egal, bring sie jetzt zu Loretta und wir sehen uns später. Die ist an sich von ihrer Art her, kommt die eigentlich deutlich freundlicher rüber, aber die nutzt einen halt komplett aus, weil sie zu faul ist, irgendwas zu machen. Ah, oh, schaut mal hier, der Stall mit den goldenen Hufeisen. Ist das nicht wunderschön geschmückt? Und den Kleeblättern? Oh, das ist schön, das ist schön. Gefällt mir das neue Event, muss ich wirklich sagen. Oh. So. Oh, nee, ich wollte nicht in den Shop rein. Ich wollte mit Loretta reden. Zack. Da bist du ja. Wie lange kann man brauchen, um ein paar Ballons zu holen? Hallo? Ich habe die auch noch selber aufgepustet und zusammengeknotet. Ein farbenfroher Start und du darfst dich um den Müll kümmern. Na, das klingt ja wieder mal sehr freundlich. Mach mal erstmal die unangenehmen Sachen. Genau, mir fällt da etwas ein, Dina. Wir müssen die Strecke zwischen Moorland und Fort Pinter sauber machen. Jetzt klinge ich vielleicht wie Julie, aber ich habe wirklich einen guten Grund. Ich muss mich um alle Neulinge kümmern, die Jenna zu mir schickt. Spaßig oder auch nicht. Deswegen kann ich allerdings keinen Müll aussammeln. Kannst du das für mich erledigen? Warum wir nicht tauschen können? Entschuldige, aber wer ist hier die Beste im Reiten? Keine Antwort nötig. Es ist ja schließlich offensichtlich, dass ich die Beste bin. Ich bleibe also hier und du kümmerst dich um den Müll. Wer weiß, vielleicht wirst du eines Tages ja eine genauso begnadete Reiterin wie ich sein. Fordere mich heraus, wir werden es sehen. Okay, gut, dann sammeln wir jetzt halt erstmal den Müll ein. Schade, jetzt habe ich gar nicht meine orange Weste mit, ansonsten hätte ich die jetzt drüber ziehen können. Mann, ich bin hier die Einzige, die voll Fortuna-mäßig gekleidet ist. Oh, die Parade scheint zu starten. Hier sind jedenfalls ganz, ganz viele so Fortuna-mäßig angezogen und stehen hier in Reihe und Glied. Komm, wir räumen mal vor ihnen den Müll weg. Ah. Ich weiß es nicht, ob wir da vielleicht auch noch hinterher mitmachen können, oder ob wir richtig mitreiten können, erst wenn wir das hier abgeschlossen haben. Ob wir vorher nur so miteiern können quasi. Oh, das konnte ich nicht anklicken, schnell genug. Ach, das war jetzt ernsthaft die einzige Flasche. Na gut. Ich hätte ja sowieso zurückgemusst. Nicht so tragisch.
So, Dauerfeuerklick, jawohl. Müll ist weggeräumt. Mission accomplished. Boah, aber hier leckt schon. Also die Server sind gerade echt wieder. Ich wollte hier eigentlich anhalten. Was sagt ihr denn jetzt? Ah. Hallo Dina, hier startet die Parade, die zwischen Moorland und Vorpinter einmal die Stunde entlang läuft. Und das die ganze Woche lang, da schüttelt sich sogar der Hund. Da wir Fortuna hier in Jorvik in dieser Zeit feiern. Natürlich sind wir Bobcats jede Stunde dabei. Du solltest natürlich auch am Start sein. Okay, Royal zittert hier wie Espenlaub. Da fragt schon jemand, wann es losgeht. Keine Ahnung. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Dann könnte ich vielleicht mal so ein bisschen rausfinden, um wie viel Uhr das wohl losgeht. Jetzt ist gerade halb. Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber anscheinend kann man hier tatsächlich nur einfach so an der Seite mitreiten und kann nicht wirklich, also Teil der Parade sein. Das hätte ich schön gefunden, wenn dann alles andere quasi ausgeblendet wird, an der Seite dann Menschenmengen stehen und du wirst quasi auf einen Platz in der Parade gesetzt automatisch. Das hätte ich eigentlich persönlich sehr cool gefunden. Das ist aber anscheinend nicht so. Wir reiten mal zurück zu Loretta, geben die Quest ab. Und dann können wir ja nochmal gucken, ob die Parade noch da steht oder nicht. Vielleicht kommt die auch um halb und geht um viertel vor los. Keine Ahnung. Echt überhaupt kein Plan. Es ist ja nichts gesagt worden zu den Zeiten, außer dass sie eben einmal stündlich startet. Aber wann? Das weiß ich leider nicht. Oh. So. Müll ist weg. Super. Alles muss einfach perfekt sein. Ich will, dass alle sehen, wie fantastisch wir Bobcats im Organisieren solcher Dinge sind. Ja, sehr fantastisch. Ich meine, ich bin zwar mehr oder weniger auch bei den Bobcats. Wir haben ja am Anfang diese Jacke bekommen als Dankeschön. Hieß es ja nicht sogar, wow, du bist jetzt eine echte Bobcat? Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist so ewig lange her. Ungefähr 420 Folgen oder so. Ja, also da steht die... Uppala. Da steht die Parade noch. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hält durch. Nee, Karneval haben wir nicht, das ist das Fortuna Festival, da bin ich etwas zu spät. Ja, keine Ahnung, wann es losgeht. Falls ihr eine Ahnung habt, um wie viel Uhr es losgeht, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Morgen geht es dann weiter mit der nächsten Quest, da gucken wir mal, wie wir Loretta noch helfen können. Also, Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!